Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns gemeinsam meine Ausbeute aus dem August an, meine Neuzugänge. 21 Bücher sind es geworden, plus 3, die nicht auf dem Sub zählen, ich euch aber trotzdem gerne zeigen möchte. Es sind 8 echte Bücher eingezogen, 8 E-Books und 5 Hörbücher und ich finde diesen Schnitt grandios. Ich liebe es, wenn sich digitale und echte Bücher so ein bisschen die Hand geben, so 50-50, und bin da wirklich happy, dass mir das diesen Monat sehr, sehr gelungen ist. Es wären theoretisch sogar ein bisschen weniger echte Bücher geworden, aber es gab bei Thalia, wie glaube ich immer irgendwie, unter anderem im August, wieder den Mängelexemplarzelt. Und das ist ja draußen und dementsprechend konnte ich mich da auch mal eine Viertelstunde rumtollen und habe da auch ein bisschen was mitgenommen. Und dank Payback-Punkte habe ich dann auch noch gar nichts bezahlt. Aber dazu kommen wir auf jeden Fall dann. Ihr findet alle Bücher unten in der Infobox. Dort markiere ich auch immer, welche Bücher mir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt wurden. Schaut da gerne mal vorbei, wenn euch das interessiert. Wenn ihr mehr zu den Büchern wissen wollt, ja, klickt da einfach mal rein. Da habt ihr alle Infos. Und wir starten mit dem ersten Buch. Das ist Aus schwarzem Wasser von Anne Freitag. Ihr Debüt-Thriller. Ich war total happy, als ich das E-Book vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen habe. Schon relativ früh im August und ich habe darüber ja auch schon gesprochen. Sehr angesprochen hat mich zum einen, weil Anne Freitag wirklich sehr gut schreiben kann, sehr emotional schreiben kann, sie eine ganz besondere Sicht auf die Dinge hat, die ich auch in ihren Jugendbüchern mag und auch in diesen beiden Büchern von den New York Diaries ich richtig toll fand, auch wenn das natürlich eher was Lockeres war. Mir hat ja nur so das vorletzte Buch von ihr sozusagen nicht ganz so gefallen, weil ich da auf was ganz anderes gewartet habe, damit gerechnet habe, aber ich finde, Anne Freitag hat einen ganz tollen Schreibstil, auch sehr intensiv. Und das habe ich mir hier von diesem Thriller erwartet, der so ein bisschen um Naturkatastrophen geht, um eine Politikerin, die sich zusammen mit ihrer Tochter in ein Auto setzt, im Grunde ja, einen Unfall baut, dabei stirbt auch die Tochter. Doch die Tochter dann geheimnisvoll am nächsten Tag aufwacht, unbeschadet ist und aber die letzten Worte ihrer Mutter in Erinnerung hat, dass sie keinem trauen soll, alle hängen damit drin. Und es beginnt ein sehr rasanter Thriller, der andere Elemente hatte, als ich dann erwartet habe, aber der wirklich sehr, sehr gelungen war und ein toller Auftakt einer Thriller-Autorin, wenn man so möchte. Ich bin sehr gespannt, ob wir da von Anne Freitag noch mehr entdecken werden. Dann ist von Franziska Erhardt Der Kakadu-Sommer bei mir eingezogen. Es ist, glaube ich, mein 4. oder 5. Buch der Autorin, wenn nicht sogar das 6. Ich mag den Schreibstil von der lieben Franziska super gerne. Ich habe auch die letzten Bücher sehr, sehr genossen und hier sind wir am altbekannten Campingplatz, den wir schon aus den beiden anderen Sommerbüchern sozusagen kennen und kehren hier wieder zurück und haben eine wirklich tolle Geschichte, die zum Glück nicht so endet, wie ich befürchtet habe und wirklich eine ganz schöne Geschichte erzählt vom, ja, so ein bisschen Ausbrechen, vom Merken, ist das Leben das jetzt schon alles, das da so für mich geplant ist, was ich für mich geplant habe und was passiert, wenn man mal so einen lockeren Sommer hat, eine lockere Zeit und dann hat man natürlich dieses Sommerfeeling, war richtig, richtig schön, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann ist bei mir eingezogen Linwood Falls, der erste Teil Sommer der Liebe von Helen Paris. In dieser Geschichte haben wir eine Tierärztin, die aus New York ist und irgendwie ja ein bisschen ländlicher zieht und dort im Grunde in ihre Heimatstadt ankommt. Und ich möchte Städtchenfeeling, denn dort übernimmt sie vorübergehend die Tierarztpraxis, um auch ihren Eltern auszuhelfen. Und dort trifft sie dann auf Ryan, das ist ihre erste große Liebe. Und die Beziehung ist zwar vor Jahren im Streit auseinandergegangen, aber ja, natürlich hat sich jeder verändert. Ich bin über dieses Buch, keine Ahnung mehr, wie gestolpert. Ich habe es dann bei NetGalley entdeckt und dort ist es mir auch zur Verfügung gestellt worden. Das ist ja eine Rezensionsplattform für E-Books. Und ich freue mich drauf. Das ist für mich jetzt definitiv eine Geschichte, die ich noch mega spannend finde und auf die ich mich jetzt, denke ich, auch dann im September auf jeden Fall freuen werde, weil die, ja, so Städtchenfeeling und Tierärzte, so, ja, klingt natürlich ein bisschen nach Redwood, aber wir haben hier natürlich auch die getauschten Charaktere. Ich bin einfach mega gespannt, was mich erwartet. Dann kommen wir schon zu der Ausbeute bei der Thalia. Da habe ich mich 4 Bücher geshoppt. Ich glaube, ab 3 war es günstiger. Ich glaube, es wäre auch nochmal bei 5 oder 6 günstiger geworden. Aber ja, ich glaube, so habe ich jetzt für jedes Buch 2,99 bezahlt.
bezahlt oder 3,49, ich weiß es nicht. Es sind Mängelexemplare und ich habe sie mit meinen Payback-Punkten bezahlt. Das ist natürlich besonders toll. Angefangen mit einem Buch von Maggie Stiefvater, Wie Eulen in der Nacht. Ich habe von Maggie Stiefvater damals die Nach dem Sommer-Hochreihe gelesen und fand die richtig schön. Und ich habe auch die Rabenreihe, ich glaube, die hatte 4 Teile, habe ich auch gelesen. Und dann habe ich aber die Autorin irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber hier hat mich dann einfach der Klappentext angesprochen und der geile orange Buchschnitt. Denn wir, es heißt hier so schön, ist eine unvergleichliche Meisterin des Erzählens. Jeder träumt von einem Wunder, aber nicht jeder ist bereit dafür. Und das, mich hat das einfach optisch angelächelt. Und ich weiß auch, dass Maggie Stiefvater einen ganz tollen Fantasy-Schreibstil hat. Und umso neugieriger war ich dann auf dieses Buch. Das nächste Buch habe ich auch schon gelesen, Roadtrip mit Emma von Christina Klein. Hier haben wir eine junge Frau, die zusammen mit Emma, das ist der Transporter und ihrem Partner, eine Reise nach Russland macht bis nach Sibirien und dort ihre Großmutter besucht. Und sie kommt auch ursprünglich aus der Region. Und wir haben hier eine Reise durch alle möglichen Staaten, die irgendwann mal zu Russland gehört haben und drumherum liegen, bis in den Iran und was da alles so passiert. War ich neugierig, ich mag so Reisebücher super gerne, habe ich auch schon gelesen, war für mich okay, war gut, aber leider kein Highlight, wie ich es mir vielleicht tatsächlich dann auch erhofft hätte. Dann von Gail Honeyman, Ich, Eleanor Oliphant, ein Buch, das, ich weiß gar nicht, wann das rauskam, ob das schon 2 Jahre her ist oder 3, irgendwie in aller Munde war, ich glaube 2018. Und mich hat es tatsächlich auch wieder, also mich hat schon so lange mal angesprochen, es stand auch eine ganze Weile auf der Wunschliste und jetzt habe ich es im Grunde für den günstigen Preis bekommen und ich habe tatsächlich gar nicht groß den Klappentext gelesen. Ich wusste nicht, wann ich mich zuletzt so gut gefühlt hatte, so leicht, so wach, so lebendig, vielleicht fühlte Glück sich so an. Ja, sie ist wohl anders als andere Menschen, sie legt keinen Wert auf Äußerlichkeiten, hat einen langweiligen Verwaltungsjob. Und ihre Freizeit verbringt sie grundsätzlich allein und sie kennt es nicht anders, doch auf einmal trifft sie auf den neuen Kollegen Raymond und der braucht unerwartet ihre Hilfe und dann ist sie mittendrin im Leben. Klingt nach einer tollen Geschichte, ich bin sehr, sehr neugierig darauf. Und dann durfte ein Murakami einziehen, nämlich ein Buch mit 2 Romanen, Wenn der Wind singt und Pinball 1973. Ich habe schon 2 oder 3 Bücher von Murakami gelesen. Man muss da definitiv in Stimmung sein, das muss ich ganz klar sagen. Und ich bin einfach gespannt, weil es sind eben 2 kürzere Geschichten. Und das sind auch die ersten beiden Romane von Murakami, die eben mit dieser Ausgabe endlich ins Deutsche übersetzt wurden. Und ich habe tatsächlich gar nicht groß mich irgendwie damit befasst und bin einfach neugierig, was mich bei den beiden Büchern dann irgendwie oder Geschichten dann erwartet. Ja, das war die Ausbeute und von der Thalia und ich bin sehr happy, dass ich sie habe. Dann sind 2 Hörbücher bei mir eingezogen. Zum einen das neue Buch von Katinka Engel, Love is Loud, ich höre nur dich. Katinka Engel hat mich ja relativ gut unterhalten bei dieser Reihe mit diesem Unendlichkeitszeichen auf dem Buchrücken, wo es immer um diese zweiten Chancen ging. Also wir im Grunde immer Jungs hatten oder junge Männer, die im Gefängnis waren oder irgendwie im Leben schon was mal total daneben lief und die auf junge Frauen treffen und die dann an diesem Ort leben, dort arbeiten. Im dritten Teil war sie ja, glaube ich, sogar die Sozialarbeiterin und dann sich natürlich irgendwie Freundschaften bilden und auch eine Liebesgeschichte. Und trotz des sehr kitschigen ersten und zweiten und also trotz der sehr kitschigen Cover war ich tatsächlich vom ersten Band sehr angetan, sodass ich auch den zweiten gelesen habe und dann auch den dritten. Und ich war sehr neugierig, was das neue Buch von Katinka Engel bereithält. Ich weiß tatsächlich gefühlt gar nichts, außer dass ich das Cover sehr gelungen finde und bin sehr gespannt, wie mich das unterhalten wird. Ich habe mich ganz bewusst für das Hörbuch entschieden, weil ich schon finde, dass bei mir solche Genres als Hörbuch einfach relativ gut funktionieren und ich hier einfach gespannt bin. Und dann ist das neue Buch von Dennis E. Taylor bei mir eingezogen, Outland, der geheime Planet. Dennis E. Taylor ist ja der Autor der Bobby-Verse-Reihe von Ich bin viele,
diese Trilogie aus dem letzten Jahr, die ich sehr, sehr gefeiert habe. Und ich war super happy, als ich gesehen habe, dass etwas Neues von ihm herauskommt. Und ja, bei diesem Buch bin ich gerade noch am Hören. Hatte am Anfang so meine Probleme damit, aber wie ich es dann schlussendlich finde, das seht ihr dann jetzt sozusagen in der nächsten Bücherwoche. Ich finde definitiv, Simon Jäger ist ein ganz toller Sprecher. Und ich glaube, der reißt in dieser Geschichte sehr viel raus, die am Anfang doch sehr verwirrend war, wie ich finde. Ja, aber gucken wir mal, wie es mir am Ende gefällt. Dann ist bei mir eingezogen Journaling als Morgenroutine von Juliane Tranacher. Und da muss ich echt sagen, ich bin erschüttert über dieses Buch. Das Büchlein hat mich, glaube ich, irgendwie über Instagram mal angelächelt und dann dachte ich, ja, ich habe ja meine Morgenroutine und die werde ich auch demnächst mal in dem Video, möchte ich da ein bisschen was dazu erzählen. Und da probiere mich auch an den Morgenseiten nach wie vor aus und ähnlichem. Dachte ich, Mensch, so Journaling, mal sehen, was ich hier vielleicht noch irgendwie mitbekomme. Und ja, war schon so ein bisschen kritisch und dachte, keine 40 Seiten für 7,50 oder 7,99. Und dachte schon, puh, ja, also es ist für ein E-Book also schon ein Hammerpreis, vor allem, wenn man diese Seiten einfach mitsieht. Und dann dachte ich, naja, vielleicht ist das einfach so kurz und bündig und knapp und tolle Tipps und Beispiele. Und vielleicht gibt es auch für 30 Tage zu jedem Tag eine Frage, einen Gedanken, wenn man die Morgenseiten macht. Wenn da was dahinter steckt, ist der Preis ja auch für ein Sachbuch absolut in Ordnung. Und ich war unfassbar enttäuscht. Also ich möchte das überhaupt nicht empfehlen und ich finde das mehr als eine Katastrophe. Ich finde das gefühlt schon eine Beleidigung am Käufer, für den Inhalt überhaupt Geld zu verlangen. Ich bin ja überhaupt nicht geizig, was sowas angeht. Ich bin auch niemand, der aufwiegt, ob ich eine Kurzgeschichte habe oder ein langes Buch und bei E-Book-Preisen. Mich ärgert nur, wenn E-Book-Preise für mich zu überteuert sind. Aber das ist nochmal was ganz anderes. Und ich war so enttäuscht. Und ich bin auch so fassungslos, auch noch im Nachgang, wie man überhaupt auf diese Frechheit kommt, dafür so viel Geld zu nehmen. Bei einem Euro hätte ich ja vielleicht noch gedacht, naja, das war halt ein Griff ins Klo. Aber bei 8 Euro, muss ich echt sagen, ist eine Katastrophe. Also ich glaube, jetzt dann auch in der kommenden Bücherwoche erzähle ich davon, auf gar keinen Fall. Dann ist Gerechtigkeit bei mir eingezogen von Michael J. Sandel, wie wir das Richtige tun. Und dieses Buch ist eine Empfehlung von der lieben Sibby. Wir haben zusammen The Passengers gelesen und da geht es ja bei der künstlichen Intelligenz und beim autonomen Autofahren auch darum, wer entscheidet, was Gerechtigkeit ist. Und sie hat von diesem Buch erzählt, dass sie durchgearbeitet hat und auch, ich weiß gar nicht, innerhalb ihres Studiums, bin mir gerade gar nicht sicher. Sibby, berichtige mich, wenn es irgendwie falsch ist. Und ich bin hier mega neugierig. Michael J. Sandel ist philosophiert am Harvard College und ich bin sehr neugierig und möchte mir die ewigen Rätsel der Philosophie jetzt und hier sozusagen stellen. Und ich bin mega neugierig auf dieses Buch. Ich möchte das auch wirken lassen, auch ein bisschen intensiver bearbeiten und habe das gebraucht, mir zugelegt und von daher bin ich neugierig und freue mich drauf. Dann ist eingezogen ein Weihnachtsbuch, Zickiger Zuckerguss, und davon habe ich auch schon geschwärmt, von der lieben Jasmin Zipperling. Das ist der zweite Teil der Weihnachtshäsin Hopsi und ich fand es großartig. Also wenn mich etwas im August in Weihnachtsstimmung bringt, dann finde ich, kann es nur großartig sein. Es ist eine wunderbare Kindergeschichte, toll illustriert für Kinder ab 5 und es gibt es im Hardcover, so wie ich es dank der lieben Jasmin habe. Es gibt es aber auch als Taschenbuch oder sogar eben auch als E-Book. Da kann man im Grunde alles haben. Finde ich großartig, ist wunderschön aufgemacht und eine wunderschöne kindliche Weihnachtsgeschichte, die mir wirklich sehr ans Herz gegangen ist und die ich so ein wohliges Gefühl bekommen habe. Richtig, richtig toll, richtig, richtig schön. Dann sind bei mir zwei E-Books eingezogen von Self-Publishern, die ich irgendwie in meinem Urlaub so ein bisschen bei Amazon rumsurfend entdeckt habe und die mich auch so ein bisschen vom Cover natürlich angesprochen haben. Das erste der beiden Bücher ist Regenwaldgeflüster verloren in dir von K.R. Winter, einer Autorin aus Deutschland. Das E-Book hat, glaube ich, 1 oder 2 Euro gekostet und hatte nicht ganz
200 Seiten und ist definitiv ein Buch, was ich unbedingt im September jetzt noch lesen möchte. Denn wir sind hier in Südamerika und zwar ein ganzes Jahr lang. Wir treffen auf Victoria und ihr Traum hat sich endlich erfüllt. Denn voller Hoffnung lässt sie die Schatten ihrer Vergangenheit hinter sich und macht sich auf, das Abenteuer Südamerika in Argentinien anzugehen. Und im Flugzeug trifft sie aber ihre heimliche Liebe und den Sänger Drew Evanson. Doch dann stürzt der Flieger über den Regenwald ab und plötzlich befinden sich die beiden und die Erzfeindin von Victoria bei einem Kampf ums Überleben. Und ich finde, das klingt zwar schon irgendwie vielleicht so einen Hauch vorhersehbar, aber gleichzeitig wieder auch gar nicht. Und mich hat das irgendwie angesprochen. Mich hat das Cover angesprochen, diese Idee mit Robbie Williams im Flieger zu sein und der stürzt ab. Ja, es wäre so vergleichbar, wenn wir einen Sänger suchen. Und war einfach eine tolle Idee. Ja, und das zweite Buch ist dann ausgerechnet Alabama von Diana P. Lavender. Und da hat mich das Cover zum einen natürlich angesprochen, aber eben auch, dass wir so ein bisschen etwas Historisches haben und wir in die Südstaaten gehen. Und wir haben hier eine junge Frau, die eines Tages nach Grayson House zurückkommt, das geerbt hat. Und das ist eben ein romantisches Herrenhaus und sie möchte dort mehr über ihre Familie erfahren und was da in Alabama so vor einigen Jahren los war. Und wenn sie aber geahnt hätte, was dort so los ist, wer weiß, ob sie hingereist wäre. Denn kaum ist sie dort angekommen, trifft sie auf den unverschämt attraktiven Typen in der Küche und eigentlich will sie ihr Herz aber nicht in Alabama verlieren und schon gar nicht an den Kerl. Doch sie findet dann eben Fragen und Antworten zu ihrer Mutter, die verstorben ist, in einem Tagebuch und dementsprechend bin ich da auf jeden Fall sehr neugierig, was man da so ein bisschen erwarten kann und freue mich auf diesen historischen Schwenk. Vielleicht gibt es ja tatsächlich zwei Perspektiven. Ich finde es schön, wir sind in den Südstaaten, wir sind in Alabama, wir müssen irgendwie ein Familiengeheimnis lösen. Damit kriegt man nicht doch immer mal. Dann ist als E-Book bei mir eingezogen Der Alchemist von Paulo Coelho. Sogar als echte CD, liegt aber gerade am Rechner. Ich blende es euch auf jeden Fall ein. Habe ich bei Tauschticket ergattert. Ich habe den Alchemisten vor Jahren, also als er damals irgendwann mal gehypt wurde, gelesen und weiß, dass ich ihn sehr interessant fand, an mancher Stelle ein bisschen konfus und ich damals schon wusste, irgendwann musst du den nochmal lesen. Und zurzeit stolpere ich sehr häufig über Paulo Coelho, habe auch noch zwei andere Bücher von ihm auf dem Sub und hatte einfach Lust, den Alchemisten nochmal zu hören. Und werde ich auf jeden Fall demnächst tun und wer weiß, wo das dann mal noch so hinführt. Dann ist der zweite Teil von Nevernight als E-Book bei mir eingezogen und zwar Das Spiel von Jake Kristoff. Und ja, daran erkennt man schon, der erste Teil hat mich absolut geflasht. Und es ist nicht als E-Book eingezogen, sondern auch als Hörbuch. Na, wir wollen hier ja korrekt in der Statistik sein. Ich habe zusammen mit der lieben Becky und der Esel nennt sich auch immer zuerst Nevernight den ersten Teil gehört. Und wir fanden ihn so großartig und haben beschlossen, wir lesen oder hören da auf jeden Fall weiter. Aktuell, wenn ihr das Video seht, sind wir schon gestartet mit dem zweiten Teil und ich freue mich mega darauf. Und wenn das der zweite Teil genauso gut ist oder besser wie der erste, dann kommt auf jeden Fall auch noch der dritte dran. Wir haben hier im Grunde schon High Fantasy, relativ düster, brutal, vielleicht sogar die Antagonistin als Protagonistin, wenn man so möchte, und eben eine sehr taffe junge Frau, die den Weg als Assassinin eingeschlagen hat. Also es war bombastisch. Also großartiger erster Teil, toll gesprochen, tolle Story, toller Stil und wir waren hin und weg und wirklich geflasht und dementsprechend musste der zweite Teil bei mir einziehen. Der neue King ist ebenfalls bei mir eingezogen. Blutige Nachrichten enthält 4 Kurzgeschichten, beziehungsweise wirklich eher 2 Kurzgeschichten und eher 2 Novellen, die sich alle irgendwie mit Nachrichten beschäftigen. Und die namensgebende Geschichte Blutige Nachrichten ist im Grunde eine Fortsetzung zum Outsider, die ja auch irgendwas mit der Bill Hodges Trilogie zu tun hat. Ja, konnte ich aber auch lesen, ohne eines der Bücher sozusagen zu kennen und auch die anderen Geschichten. Es ist eine absolute Highlight-Geschichte drin und auch der Rest war sehr, sehr gut. Tatsächlich war die namensgebende Geschichte, die auch die längste Geschichte ist, für mich die am banalsten und gefühlt auch so ein bisschen mit ein paar Längen war. Aber alle anderen kann ich absolut empfehlen. Ich habe da sogar noch eine Markierung drin. Das ist ja faszinierend. Was habe ich mir hier markiert?
Filme sind vergänglich, während Bücher, die guten, ewig sind oder wenigstens banal. Ui, sehr cool. Ja, ich erinnere mich wieder. Ja, es ist ein neuer King und ich bin sehr, sehr happy, dass er mir vom Verlag zugekommen ist und bin da wirklich sehr dankbar für und freue mich, dass ich ihn jetzt dann auch ins Regal stellen kann. Ich sehe ihn dann ja nicht mehr, weil das gelesene Regal ja mehr oder weniger bei meiner Mama steht, aber auch da bin ich ja sehr häufig. Von daher, ja, der neue King ist auch mit dabei. Und auch das neue Buch von Ursula Ponsnanski ist bei mir eingezogen, und zwar das neue Jugendbuch. Ich glaube, es ist auch eine in Richtung Dystopie, und zwar Kryptos. Hat mich natürlich angesprochen, weil mich schon einige Jugendbücher von Ursula Ponsnanski begeistert haben, und umso neugieriger war ich ja, was hier so ein bisschen passieren wird. Und ich bin auch sehr gespannt auf dieses Buch, denn es geht um eine Weltenbauerin, und in einer Welt passieren auf einmal schlimme Dinge und ja, ich bin gespannt. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr so viel mehr darüber. Ich versuche ja Bücher, die ich unbedingt lesen möchte, und wo ich mega gespannt bin, da noch so ein bisschen auszublenden. Ich bin total neugierig drauf. Möchte ich im September auf jeden Fall lesen. Und ich weiß, dass Jenny und Steffi vom Buchschnack jetzt auch einen Ponsnanski-Marathon im September machen. Und ich glaube, Kryptos ist jetzt schon das erste Buch, was jetzt in dieser Woche gelesen wird. Und ich bin auch sehr gespannt dann auf den Hangout. Und bin da auf jeden Fall sehr, sehr neugierig. Mal sehen, wann es dann bei mir gelesen wird. Dann ist der zweite Teil von The Secret Book Club bei mir eingezogen von Lissa K. Adams. Und da habe ich mich ja, glaube ich, in meiner letzten Bücherwoche genug ausgelassen, dass das überhaupt nicht das ist, was ich mir von einem Buch erwarte, das der geheime Buchclub heißt. Dass ich so enttäuscht bin, dass man so ein wichtiges Thema wie sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz so oberflächlich beschreibt, so die Frauen darin auch manchmal sehr lächerlich dahinstellt und das Ende, nein, es war einfach nicht meins. Ich bin wirklich sehr enttäuscht, aber wahrscheinlich auch einfach, weil ich kein New Adult erwartet habe, was ich bekommen habe, sondern weil ich eben mehr diesen geheimen Buchclub erwartet habe und ich wirklich dachte, wir erleben da die Männer mehr oder weniger erfolgreich bekannt, die Bücher lesen und die Klischees aus den Liebesromanen nehmen und dann eben merken, oh, das funktioniert entweder im wahren Leben manchmal doch oder eben auch nicht und sich da einfach austauschen. Und das ist ja gefühlt vielleicht auf, wenn überhaupt 10% der Seiten passiert, dass die Jungs sich irgendwann mal über ihre Liebesromane unterhalten haben. Und ich sehe schon, vielleicht muss ich den geheimen Buchclub mit der Idee, wie ich sie habe, einfach selbst schreiben. Oder es gibt vielleicht so Bücher, die so sind, dann gerne mal in die Kommentare. Dann wird es winterlich, und zwar Südlich vom Ende der Welt von Carmen Posnick. Ein Buch, wo wir die Nacht 4 Monate lang andauert und ein warmer Tag minus 50 Grad hat. Mein Jahr in der Arktis. Mein persönlicher Albtraum, aber dennoch finde ich es mega spannend, denn es ist eiskalt, ungemütlich, wunderschön, ein Jahr am kältesten Ort des Planeten, und es gibt auch einen wunderbaren Bildteil, weswegen ich mich auch ganz bewusst für das echte Buch dann entschieden habe und mich sehr gefreut habe, als mir das Buch vom Ludwig Verlag zur Verfügung gestellt wurde. Und wir sind hier am Südpol und ich bin sehr, sehr neugierig, was mich erwartet. Also ich liebe solche Reisen, ich liebe es, ins ewige Eis zu reisen. Ich muss da persönlich nicht selbst hin, ich lasse das gerne andere machen, aber es zu lesen finde ich richtig toll und auf jeden Fall ein Buch, was ich auch ganz, ganz, ganz bald lesen möchte. Und dann das letzte reguläre Buch des Monats ist der zweite Teil der Hexfiles, Wilde Hexen von Helen Harper. Für mich war ja der erste Teil ein absolutes Highlight mit grandiosem Humor, wunderbar sarkastisch, trocken, großartig. In einer magischen Welt, die richtig cool aufgemacht wurde, mit einer Protagonistin, die ich absolut gefeiert habe. Und ich habe mich schon mega jetzt auf den zweiten Teil gefreut und ich bin noch happier, dass das E-Book jetzt schon bei mir eingezogen ist. Und es gibt diese Bücher auch nur als E-Books und es wird im Dezember, glaube ich, dann auch noch der dritte kommen. Ich glaube, es war Dezember. Und Hexfiles 2 werde ich, wie auch schon den ersten Mal, wieder zusammen mit der lieben Becky lesen nach unserer Nevernight-Geschichten-Austausch. Also wahrscheinlich eher so gegen Mitte, Ende September. Aber ich freue mich mega drauf und möchte ja gar nicht so viel erzählen, weil dann spoilert man am Ende ja nur irgendwie den ersten Band. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Und dann sind 3 Nicht-Sub-Bücher bei mir eingezogen, nämlich im Grunde Highlight-Bücher, die ich ertauscht habe, beziehungsweise auch gebraucht gekauft habe und die nicht auf dem Sub wandern, sondern eben nur ins Regal, weil sie Highlights sind. Und das erste Buch ist von David Michie, Die Katze des Dalai Lama. Das ist der erste Teil der Trilogie, die ich
einfach ganz, ganz tief im Herzen trage. Und ich werde da im nächsten Jahr, habe ich vor, auf jeden Fall ein Reread machen. Und umso schöner ist, dass ich jetzt den ersten Band auch als echtes Buch hier habe, habe ich relativ günstig bei Rebuy, glaube ich, bestellt. Und war so happy, dass das Büchlein jetzt auch hier ist. Und ja, ich habe die ja nur als E-Book gelesen und bin jetzt so froh, es als echtes Buch da zu haben. Und ich weiß gar nicht, ob es die auch als Hörbuch gibt. Da bin ich gerade ganz unschlüssig. Dann habe ich ertauscht auch ein Highlight-Buch. Ich glaube, ich muss nicht mehr viel zum Marciana sagen von Andy Weir. Damals abgöttisch das E-Book geliebt, den Film schon einige Male gesehen, ein grandioser Matt Damon, ein Wahnsinns-Simon Jäger, der die Geschichte liest, und ich bin so happy, dass das Buch jetzt einfach im Regal steht. Ist in einem sehr guten Zustand von Tauschticket bei mir angekommen, und ich habe mich auch sehr bewusst tatsächlich für die Filmausgabe entschieden, weil ich die so mit Matt Damon von drauf gar nicht schlecht finde. Und von daher, ja, muss ich, glaube ich, auch gar nicht sagen. Und dann muss ich muss auch dazu gar nicht viel sagen, ja. Der erste Band von Nevernight ist auch direkt schon als echtes Buch bei mir eingezogen. Ich hatte sehr viel Glück, das auf Tauschticket zu ergattern und wirklich in einem sehr guten Zustand zu haben. Mein, klar, es ist ein Hardcover, da kommt nicht ganz so viel dran, aber es ist einfach Liebe. Und es ist so schön, dass dieses Buch jetzt in meinem Highlight-Regal steht. Und mal sehen, ob Band 2 und 3 dann auch einziehen werden. Mir reicht ja manchmal auch ein Vertreter für eine Highlight-Reihe, wenn ich die sonst digital gehört oder gelesen habe. Aber ja, auch bei Tauschticket viel Glück gehabt und ja, sehr, sehr happy damit. Ja, zum Glück habe ich mich bei Tauschticket angemeldet. Mensch, was wäre da nur aus mir geworden, wenn ich... Ja, das waren sie jetzt, die 21 bzw. 24 Bücher, aber die 21 zählen ja nur als echte Subbücher, wenn sie neu einzählen. Einige schon gelesen, anderes noch nicht, aber dennoch immer erfreut daran, was bei mir einzieht. Und ja, alle Infos, wie gesagt, unten in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Und vielleicht habt ihr ja eins der Bücher, das ich vorgestellt habe, jetzt auch schon gelesen oder ist bei euch auch schon eingezogen. Dann lasst uns da gerne ein bisschen austauschen, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ich glaube, das war es soweit an Büchern. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.